So, weiter geht's. Qualifying. Mal gucken. Ob es ein bisschen besser wird als im Training. Guten Tag, liebe Rennfreunde. Heute stehen wir wieder am Ungaroring zum Qualifying. Schon bald werden wir erfahren, wer das Setup für sein Auto perfekt hinbekommen hat und wer sich die Pole Position holt. Wenn wir uns das Feld heute so ansehen, Stefan, meinst du, irgendjemand wird es vielleicht mit der härteren Reifenmischung versuchen und die weichen Reifen mit mehr Grip für das morgige Rennen aufsparen? Das würde mich ehrlich gesagt überraschen. Nur die Teams an der Spitze hätten theoretisch das Tempo, um trotzdem vorne wegzufahren. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem ein großes Risiko. Der Startplatz ist das absolut Wichtigste und es zahlt sich meistens nicht aus, ihn für eine geringfügig bessere Strategie im Rennen zu opfern. Ich denke also, dass niemand es versuchen wird. Ich habe mich allerdings schon das ein oder andere Mal geirrt. Von Zeit zu Zeit sieht man solche riskanten Entscheidungen sehr wohl und manchmal zahlt sich das Spekulieren auch aus. Wenn ich allerdings selbst im Auto säße, würde ich mir ohne Zweifel den besten Reifen für die Qualifying-Runde aufziehen, den ich hätte. Gehen wir mal auf die Straße. Okay, das hört sich nicht so dramatisch an. 10 plus. Das heißt, wir müssen eigentlich schon fast liefern hier. Vorletzte Kurve, letzte Kurve und dann hoffen wir, dass es reicht. Jawohl. Ich bin ganz vorne, sehe ich gerade. Our best lap so far is a 1:17.7.
So. We're 20th in the speed trap, 301.3 kilometers per hour. So. You dropped to P2. Zehn Minuten noch. Doing a great job. We're much higher up the field than we expected to be. Der zweite Versuch. So, probieren wir es nochmal. Gucken, was jetzt drin ist.
17,5 müssen wir schlagen. Das heißt 200. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Richter, Verstappen und Lewis Hamilton. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Das haben wir nicht erfolgreich. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Das war eine tolle Qualifying-Session für Sie. Denken Sie, Sie werden diese Leistungen im Rennen wiederholen können? So, ein paar Punkte mitnehmen, das wäre das Wichtigste. Die Grid-Strafe Ihre Strategie im Rennen beeinflussen? Danke für den Kommentar. So, das war's. Tja, leider haben wir ein paar Gridstrafen erhalten. Wir starten weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. Schauen wir mal.